ein Rettungswagen mit Blaulicht vor einem Krankenhaus. Bis zu 10% der PatientInnen in den Notaufnahmen sind dort wegen Wechsel- und Nebenwirkungen ihrer Medikamente. Was kannst du tun, damit dir das nicht passiert? Ein Film der BAG Selbsthilfe zum Thema Medikationsplan. Das Wichtigste zuerst. Was ist ein Medikationsplan und wie sieht er aus? Ein Dokument ist zu sehen. Es zeigt Notizen in Tabellenform. Der Bundeseinheitliche Medikationsplan, kurz BMP, ist ein Dokument, das dir und deinen behandelnden ÄrztInnen Auskunft darüber gibt, welche Medikamente du regelmäßig oder bei Bedarf einnimmst. Eine Lupe vergrößert Ausschnitte der Tabelle. Er zeigt zum Beispiel Wirkstoffe, Handelsnamen, Stärke- und Einnahmehinweise deiner verordneten Arzneimittel an. Idealerweise enthält dein Medikationsplan auch den Grund der Verordnung für das jeweilige Medikament. Das Dokument und eine elektronische Gesundheitskarte. Deinen Medikationsplan kannst du als EMP elektronisch auf der Gesundheitskarte führen und dir in der Apotheke oder der Arztpraxis ausdrucken lassen. Wer darf einen Medikationsplan haben? Die elektronische Gesundheitskarte. Medikamente ergänzen das Bild. Du hast Anspruch auf einen Medikationsplan, wenn du gesetzlich krankenversichert bist und 3 oder mehr Medikamente verordnet bekommst. Warum solltest du einen Medikationsplan haben? Erneut das Dokument. Tabletten fallen in eine Medikamentenbox. Der Medikationsplan hilft nicht nur, deine Medikamente zu dokumentieren, sondern verschafft dir eine Übersicht für die tägliche Einnahme. Ein Arzt, eine Ärztin und eine Apothekerin ergänzen das Bild. Mithilfe deines Medikationsplans können sich ÄrztInnen und ApothekerInnen ein besseres Bild von deiner bestehenden Behandlung machen. So gerät kein Arzneimittel in Vergessenheit und gefährliche Wechselnebenwirkungen können frühzeitig erkannt oder ausgeschlossen werden. Im Ernstfall kann das lebensrettend sein. Worauf solltest du bei der Führung des Medikationsplans achten? Eine Patientin und ein Arzt im Gespräch. Die Patientin überreicht ihre Gesundheitskarte. Damit es nicht zu Verwirrungen kommt, solltest du unbedingt nur einen Medikationsplan führen. Am besten den auf deiner elektronischen Gesundheitskarte. Hier bist du sicher, dass du die aktuellste Version stets griffbereit hast. Erneut das Dokument und eine ältere Frau. Das Dokument ist unvollständig. Die Frau schaut unzufrieden. Im Einzelfall kann es vorkommen, dass der Verordnungsgrund von deinen FachärztInnen nicht eingetragen wird. Das kann zu Problemen führen, wenn du weitere Medikamente verschrieben bekommst oder dir selbst nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel kaufst. Das Dokument wird vervollständigt. Die Frau schaut zufrieden. Achte unbedingt darauf, dass die Einträge in deinem Medikationsplan immer aktuell sind. Denke auch daran, deine Dosisanpassungen eintragen zu lassen. Wenn du ein Medikament absetzen möchtest, zum Beispiel weil du Nebenwirkungen feststellst, lass auch das eintragen. Wende dich in diesem Fall unbedingt an deine Ärztin. Die Frau am Telefon. Sie spricht mit einem Arzt. Sollte dich deine Apothekerin oder Ärztin vor möglichen Risiken warnen, dann besprich dies auch mit der Person, die dir das letzte Medikament verordnet hat. Wieder die elektronische Gesundheitskarte vom Anfang des Videos. Medizinische Symbolbilder umschließen die Karte. Zusammengefasst: Führe nur einen Medikationsplan, nämlich den auf deiner elektronischen Gesundheitskarte. Lass alle Medikamente eintragen, auch die nicht verschreibungspflichtigen. Bitte deine Ärztin auch, den Verordnungsgrund einzutragen, damit ApothekerInnen besser helfen können, die Medikation nach Bedarf einzustellen. Kontaktiere bei Warnhinweisen wegen Wechselwirkungen zwischen den eingenommenen Medikamenten unbedingt deine letztverordnende Ärztin. Weitere Informationen zum Medikationsplan findest du unter www.bag-selbsthilfe.de und unter www.gematik.de. Mit freundlicher Unterstützung der Barmer Krankenkasse. Wenn du kein weiteres Video von uns verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal.